Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück in Dantoria. Olenia. Ja, ich weiß, du Hallo. Gleich verteidigen, ja? Verteidigungshaltung annehmen. Hallo. Hallo. Aber diesmal hau ich nicht drauf. Ich hau. Nein, ich hau diesmal mal nicht drauf. Wir lassen das mal. Oh, wir versuchen cool. uns das mal abzugewöhnen. Ja, ist aha, okay. aha. Ist schon klar, ist schon klar. Ich muss erstmal was essen. Hallo. Bleib weg. Ich bin doch weg. So, okay. Schluss jetzt. Also hier steht so mitten im Weg so ein Erdding, ne? Ein Erdmuckel. Ein Erdmuckel. Mokau. Aber ein Muckel wäre ja nur ein einziger Block. Stimmt. Aber ich habe irgendwie auch keine Schaufel dabei. Nein. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe mein, dip. Wie heißt das noch? Too many items an. Ih, du Cheater. Gehabt. Habe ich jetzt ausgestellt. Habe ich in der ganzen letzten Aufnahme angehabt. Ist mir jetzt, ja, ist mir jetzt heute aufgefallen, als ich die Videos nochmal angeschaut hatte. Ah. Die alten. Also die jetzt gerade hochgeladen wurden. Ist mir das aufgefallen, dass ich das die ganze Zeit anhatte. Ja, mein Gott, aber hast du es ja nicht benutzt. Nein, nein, ich habe es nicht benutzt, aber es ist schön, es ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Naja, wenn man das gewöhnt ist, damit zu spielen, dann fällt einem das auch nicht auf. Ja. Das halt die ganze Zeit eigentlich immer an, ja? Ja. Wenn ich so mal dann privat was ausprobiere und so und rumteste und mache und tu, um eben halt die Zeit auch immer umzustellen wieder auf Tag. Ich nehme das eigentlich auch immer nur dafür. Ja, für das ist halt sehr komfortabel für sowas. Ja. Auch wenn man den Spielmodus umstellt und so, das kann man halt einfach aus dem Menü machen. Eben. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe letztes Mal schon meine ganzen Steine verbraucht gehabt, aber ich hatte jetzt noch welche dabei. Echt? Ist das schön. Ah, also manchmal, ich vergesse dann auch immer, was in der letzten Aufnahme gewesen ist. Ja, das ist ja sowieso so ein Ding. Wir hatten hier den Erdblock weggenommen. Welchen Erdblock? Na, den du gerade abgetragen hast. Ich habe nichts abgetragen. Ach, jetzt hör auf. Du träumst. Mhm. Also ich bringe dir demnächst echt mal eine Flasche Gentkalker mit. Vom Einkaufen. Ja, ja. Scheiße, ich bin in ein Loch gefallen. Scheiße sagt man nicht, Mann. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Okay, Entschuldigung. Das hier ist Jugendfernsehen. Verdammte AA. Verdammte AA. So. Ja, Mensch, ich muss doch jetzt nochmal wieder jemanden erwähnen. Also okay. muss ich nicht, möchte ich ganz gerne, weil er bei mir ganz oft unter den Dantoria-Videos postet. Ja. Und zwar möchte ich da ganz herzlich grüßen von dieser Stelle aus den UFO-Mann-LP. Hallo UFO-Mann! Schönen Gruß an dich! Genau. Ja, er schreibt immer so ganz fleißig Kommentare und guckt sich auch mein Malkondien an. Er kennt das ja noch nicht, die Re-Uploads, die ich jetzt habe. Ja, Radiant City guckt dann bei mir auch. Ja. Also zumindest hat er auch kommentiert, was natürlich sehr nett ist. Und sogar Part 1 noch kommentiert, da habe ich mich am meisten drüber gefreut. Stimmt, stimmt, hatte ich letztens, habe ich das ja mitgekriegt, als du das sagtest, dass er da... Das ist schon, cool. Das ist schon geil, ne, wenn man denn so alte Parts irgendwie... die ja schon bei dir lange vergessen sind. Ja. Das ist ja schon, das gehört, ist ja schon in den Geschichtsbüchern geschrieben. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Sollten wir mal schnell schlafen gehen. Ja, hauptsächlich denkt man dann so irgendwie so, oh verdammt, was hast du denn da gemacht? Nö. Das war ich nicht. Das, ja, was ich ja wieder immer wieder interessant finde, ist so, wenn Leute eben anfangen, die Let's Plays zu gucken. Ja. Eben halt bei Minecraft jetzt, ja, wenn das schon ewig her ist. Zum Beispiel habe ich, mal Kommentare auf meine ersten Let's Plays bekommen. Also meine ersten Let's Plays, die ich so, wo ich so wirklich Let's Plays angefangen habe. Ja. Und da fragst du dich, wenn die dann irgendwelche Sachen von dir zitieren oder fragen, was, wie du das gemeint hast oder so, da weißt du natürlich schon gar nicht mehr, was du überhaupt gesagt hast in diesem Part. Ja, ja, natürlich. Das ist, ja. Ja, da musst du erstmal nachgucken oder den Part nochmal angucken. Ne? Genau, und dann guckst du dir diesen Part an. Ja, und besonders eben, wenn das so diese ersten Gehversuche in Let's Plays sind, dann denkst du, oh mein Gott. Ja, ja. Oh mein Gott, was hast du da gemacht? Was ist das? Das bist nicht du. Nein. Auf keinen Fall.
Nein, nein, es ist schon schlimm. Man ist in so ein kleines, ruhiges Etwas irgendwie und so ganz schüchtern. Ja, also ganz, ganz schlimm. Es ist schon echt sehr geil, aber es macht mir durchaus Spaß, das ab und an nochmal wieder zu gucken. Ja. Muss ich ehrlich zugeben. Mir auch. Ich lache mich dann immer kaputt und ja. Ja. Es ist schon Macht schon krass. Laune, macht schon Laune. Auf jeden Fall. Also ich muss jetzt hier noch ein paar Steine klopfen. Was brauchst du denn? Cleanstone? Ja. Ja, da sind doch welche im Ofen. Ja, aber nicht viele. Na, ich habe einige reingepackt da. Geh doch mal gucken. Ich habe auch noch ein bisschen Cleanstone dabei. Ja, aber der war noch nicht fertig. Ich habe ja gerade geguckt. Ja, ich habe noch ein bisschen Cleanstone. Ich brauche den jetzt nicht komplett. Ja, ich jetzt im Moment auch nicht. So, jetzt muss ich erstmal eben überlegen. Ey, ich bin hier die ganze Zeit Ey. am Sabbeln. Was? Ey. Was, ey? Na, du hast gesagt, ich muss jetzt erstmal überlegen, ey. Hab ich das? Ja, hast du. Okay. Ja, ich schwafel halt einfach drauf los, so wie mir die Schnute gewachsen ist. Aha. Da kann ich halt jetzt auch nichts dafür. Nein. Nein, da kann ich nichts dafür. Jetzt ist Schluss damit. Muss ja nicht gleich stinkig werden. Muss mich ja nicht gleich anpampen. So, Gott, Moment, sind ich wir hatte heute doch hier. unfreundlich. Na, ich bin. Ne, Quatsch. Freundlichkeit in Person. Ja, eher die Unfreundlichkeit in Person. Niemand ist so freundlich wie Malkondo. Ne. Niemand ist so freundlich wie Malkondo. Das glaubt ja sowieso keiner, auch wenn Niemand du ist das so singst. freundlich wie Malkondo. Was denn? Wieso? Wieso nicht? Weil dir das keiner glaubt. Wieso nicht? Ich verstehe das nicht. Nein? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich ja. Wieso? Ich kann das nachvollziehen. Warte mal, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe hier jetzt Lehm hergestellt. Was soll denn der Murks hier? Ne. Kann ich das nicht wieder auseinandernehmen? Ja, musst du auseinanderschaufeln. Ah. So ein Murks, was soll denn das? Wieso hast du denn sowas gemacht? Das wollte ich gar nicht. Ja, wie geht denn das? Wollte ich nicht. Na, ich wollte eigentlich einen Stein daraus machen. Also hier diese, die Lehm, Moment. Ach, die Die Lehm. Ziegel Ja, da und musst du aber auch Ziegeln haben, gebrannte. ja, das ist mir jetzt auch wieder klar. Das kommt, weil ich so viel quatsche. Oh Oh, ich habe ja gar Mann. keine Schaufel dabei. Ja. Ach, Mulenja, du machst mich wahnsinnig. Was gibst du mir so komische Tipps, Mensch? Jetzt hör mal auf mit dem Ich Blödsinn. habe dir überhaupt gar keine Tipps gegeben. Ich brauche mal eine Schaufel. Haben wir noch irgendwo Schaufeln? Weiß ich nicht. Muss ich wahrscheinlich wieder eine herstellen. Nö, hier ist noch eine Holzschaufel, die Das nehme ich macht jetzt mal dafür. sich. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich hier voll Blödsinn mache. Du machst Blödsinn? Ja. Ach, du doch nicht. Doch, manchmal schon. Alle, nur du nicht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, Du bist am Überlegen. Ob ich eventuellerweise einen doppelten Cobblestone-Generator mache. Eventuell möglich ist das. Dass wir einen doppelten machen, weißt Nö, ich verstehe kein Wort. du? Dass man ja gleichzeitig eben immer zwei Steine abbauen kann, nicht so lange warten muss. Okay. Ja, jetzt kann ich dir folgen, glaube ich. Das Blöde ist dann nur. Aber die gar nee. Ach, das ist aber blöd. Ist es das? Ja, das ist schon so ein bisschen blöd. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Nee, ich mach das Wenn einfach ich weg. das mache, dann habe ich gleich drei. Das könnte man. Was nuschelst du da überhaupt so vor dich hin? Ah, ich denke. Ja. Was war denn das? Was? Was war denn das für eine Reaktion? Was? Was denn? Dein, Hab ich überhaupt nicht gemacht? hast du früh gemacht. Ach, Quatsch. Verarsch mich nicht. Erzähl doch nicht immer sowas. Ich Was soll erzähle denn überhaupt das? nichts. Was soll denn der Blödsinn? Du bist voll gemein und fies und so. Bin ich gar nicht. Du bist immer zu mir gemein und fies. Das stimmt überhaupt nicht.
Doch, meistens. Ich bin immer lieb und nett und freundlich. Meistens stimmt das. Dass ich lieb und nett und freundlich bin. Dass du böse bist. Au! Ach, verdammte Hulle. Siehste? Siehste? Hab ich doch recht gehabt. Nein, hast du gar nicht. Ich muss jetzt schon wieder was abreißen gleich. Ach, ich habe schon wieder eine ganz andere Idee, was ich hier mache. Kriege ich bestimmt wieder irgendwie einen Kommentar reingedrückt vom Ceron. Wieso? Ja, der hatte jetzt unter dem... Gestern? Ich glaube gestern unter dem Part. Hat er geschrieben, ach, Malkondo, du reißt immer wieder alles ab, was du aufgebaut hast. Irgendwie so ähnlich. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Naja, das muss doch auch sein, wenn ich es dann besser mache. Wenn du es dann besser machst. Ach, aber tröste dich, ich bin auch nicht viel besser. Dann ist ja gut. Ich könnte jetzt ja eigentlich schlau sein. Weißt du, du erzählst mir, was ist das denn für eine Reaktion gewesen? Und bringst dann sowas. Ja. Ich könnte jetzt ja eigentlich auch Erde hier reinlegen, oder? Von mir aus? Als Boden. Erde. Naja, nicht unbedingt als Boden so, sondern als Bodenausfütterung. Sozusagen. Ja. Oder? Ja, könntest du. Was hältst du davon? Könntest du auch lassen. Nein, ich mach das jetzt. Also jetzt noch nicht, jetzt baue ich erstmal hier diese ollen Ziegel wieder ab. So. Also so die letzten Aufnahmen komme ich überhaupt nicht vorwärts. Ja, geht's sehr wie mir. Gerade das Gefühl, Dantoria wächst überhaupt nicht. Doch, tut's. Ja? Ja. Mensch, wir sind jetzt hier schon bei Part 49, den wir jetzt hier aufnehmen. Also ich finde, dass schon einiges passiert ist. Ja, es ist schon was passiert, klar. Natürlich, natürlich. Wir haben immer noch kein Helferlein. Nee. Müssen wir demnächst mal... Ja, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, dass wir das demnächst mal machen müssen. Ja, das nächste Mal ist dann ja vielleicht auch schon der Cobblestone. Der Cobblestone-Generator fertig. Ja. Ja, und dann könnte natürlich auch ein Helfer her, ne? Kann die Drecksarbeit erledigen? Das stimmt. Ich komme nicht hoch. So, jetzt habe ich den Mist wieder abgerissen. Hab ich denn noch? Nein, habe ich natürlich nicht mehr. Dann werde ich mir jetzt Erde besorgen. Ich werde jetzt tatsächlich Erde besorgen und da reinkloppen. Das ist echt doppelt machen. Was willst du doppelt machen? Ah, okay. Wo brauche ich ja gar nicht. Oh, ich habe aber auch mal. So, Moment. So, ich brauche noch einen Kolben. Ja, dann hol dir doch einen. Ich bin noch dabei. Oder meinst du den Riechkolben? Nee. Geh mal weg da. So, jetzt haben wir es doch noch wieder geschafft. Ja. Das wäre schlimm gewesen, wenn nicht. Ja, da hast du recht. Wie ging denn das jetzt? Warten wir doch mal ab. Wie mache ich denn das? Oh Gott, ich bin aber auch wieder konfus hier, ey. Du hörst mir gar nicht zu, ne? Nein. Was willst du? Ach, nix. Nix. Und warum bitte sollte ich dir dann zuhören? Du sollst mir ja gar nicht zuhören. Ja, dann passt. Ich möchte nur, dass du mir ein bisschen zuhörst. Ja, ist okay. Ja? Ja, ich höre dir zu. Gut. Erzähl du nur. Das wollte ich hören. So. Wo haben wir es jetzt? Da haben wir die Ziegelsteine. Arg. So ein paar Repeater machen. Repeater? Ja, wie ging denn jetzt noch Repeater? Hast du das nicht letztes Mal schon gefragt gehabt? Ja. Es wird schon wieder dunkel, ne? Ja, ich glaube, das werde ich nur öfters fragen, wie die Dinger gingen. Die Repeaters. Das war drei Stück. Meinst du? Ja,
Ja. Ich bin da, was die Dinge angeht, immer vergesslich, weil ich damit eigentlich eher selten was mache. Okay. Also so im Allgemeinen so Redstone-Schaltungen ja eher weniger mache. Wenige Redstone-Schaltungen. Ja, ich glaube, wir haben gar Wohl. keine Monster an. Nur um das mal zu erwähnen. Und wir gehen immer Echt nicht? Dann kann ich schlafen. ja ganz in Ruhe hier rumlaufen. Jetzt sind sie an, also ich würde jetzt kommen. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich komme, ich komme, ich Das, die komme. vergesse ich immer einzuschalten. Ja, das ist Ja, das mir auch schon kann. aufgefallen. Ja, das ist halt, ne? Ich spiele halt, ich bin halt Peaceful-Spieler. Spiele ich ganz oft auch, wenn ich dann spiele. Naja, ich baue halt viel im Kreativmodus und dann nerven die Viecher einfach. Ja. Das ist ja total eklig, wenn die dann da rumrennen. Das ist nachvollziehbar. Jetzt mal eben überlegen. Ich glaube, ich mache das mit denen. Ja, du alte Kuh. Das war aber nicht freundlich. Und ich habe nicht dich gemeint. Nur um das mal eben klarzustellen. Finde ich trotzdem jetzt nicht sehr freundlich. Wen auch So. immer du jetzt als blöde Kuh betitelt hast. Na, eine Kuh. So, jetzt mal eben überlege. Mache ich die jetzt nur 3 hoch oder 4? Hier ist Hatten ein. wir unten 4 hoch gemacht? Bitte? Das Haus, war das 4 hoch? Ach, Die verdammt. Taverne? Das Haus Sind 4 hoch? 4, ne? 1, 2, Ja, ich 3, glaube 4. 4. Ja. Mache ich oben auch 4 hoch. Ja. Du fragst aber auch immer Sachen. Das war eigentlich mehr so, ich habe mich eigentlich selber gefragt. Ich Ach habe eigentlich so. nicht wirklich dich gefragt. Ach so, dann sag das doch. Ich habe mich selbst gefragt. Okay. Und nicht wirklich dich. Okay. Nur um das mal eben Ja, dann klarzustellen. sag das doch. Das habe ich doch. Ah, Du sagst es. so. Scheiße. Das sagt man nicht. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Das ist aber doof. Denn ich habe Nein. das so aus vollem Herzen gemeint. So aus vollem Herzen. So mit vollem Elan und so, ne? Ja. Ja, das dachte ich mir schon. Tüm, Zu mir tüdüm, jetzt. tüdüdüm, tüm, tüm. Ach, ich Mann. finde dieses Skyrim-Fan-Theme-Ding da irgendwie saugeil. Ich liebe Ja. dieses Lied. Welches denn? Na, dieses, was du auch für deinen Trailer für Dings genommen hattest damals, für deine Adventure-Map. Ja. Das ist schon Und richtig geil. ich für Malkondien Staffel 2. Ja, das ist richtig cool. So. Auf jeden Fall. Ich höre gerade aber irgendwas anderes, Du hörst was was auch anderes. ziemlich cool ist. Das hat ziemlich viel Pfeffer. Ich habe meine Playlist mal so ein bisschen erweitert Ja. und habe da recht nette Stücke mit drin. Also gefällt mir recht gut. Also, du hast ja jetzt auch von. Ich nutze ja nur von Plasma 3 Ja. Music und von Incompetech. Competech, was auch immer. Ja, die sagen mir nicht so zu. Ich habe von Audionautix. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast ja noch Audionautix da drin. Ja, und das ist so Und ein die sind. bisschen peppiger. Ja, das ist durchaus, habe ich jetzt auch erstmal reingehört. Ich habe das eigentlich gar nicht wirklich. Ja, für mich fand ich das jetzt gar nicht so interessant eigentlich, weil ich ja gedacht habe, ach, ich habe sowieso genug Musik. Ja. Und habe deswegen nie bei Audionautix reingehört. Okay. Jetzt nur eben durch dich bin ich da drauf gekommen. Und ich muss auch sagen, ich finde die saugeil, die Lieder. Also, Ja. die gefallen mir wirklich gut. Und ich werde da wahrscheinlich meine Playlist dementsprechend auch nochmal anpassen. Ach so, genau. Mensch, jetzt erzähle ich doch hier Verdammt. Blödsinn. Ich habe ja auch noch die Lieder von. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist mir jetzt aber peinlich. Johnny Beats. Oh Gott, herrje. Ja, genau, das hattest du Hab erzählt, ja ja. noch von Johnny Beats da Lieder drin. Ja. Noch nicht ganz so viele, ehrlich gesagt. Es sind jetzt, glaube ich, erst vier. Vier Stück, glaube ich. Bin ich einfach noch nicht zu gekommen, die da noch mehr reinzumachen. Aber der scheint auch ganz nette Sachen zu Ja, machen, er hat ne? jetzt zum Beispiel ein ganz neues Stück rausgebracht, irgendwie irgendwas mit einem Piano. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Man findet das auch auf seinem Kanal. Ist verlinkt in meiner Videobeschreibung.
Und das finde ich auch wieder sehr geil. Sehr nettes Lied, was er da gemacht hat. Jetzt läuft gerade bei mir Skyrim Fantheme. Ach, du hast das jetzt auch bei dir laufen. Ja. Siehste, siehste. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch bei Johnny Beats mal reinzuhören. Ja. Ja, kann ich bestätigen. Gefällt mir auch recht gut, was er macht. Ja. Ist auf jeden Fall sehr schön. So. Das ist wirklich saugeil, dieses Lied, ne? Da ist das so irgendwie so Reflex. Man hält so mitten im Let's Play die Klappe und lauscht dieser Musik, ne? Das ist saugeil, oder? Das ist auch wirklich cool. Also, ich muss auch sagen, das ist so richtig episch irgendwie. Ja, ja. Das ist ihm wirklich gut gelungen. Ja, schon richtig geil. Ich meine, er macht im Allgemeinen sehr, sehr gute Remixe. Ja, aber das ist wirklich, wirklich ein klasse Teil. Ja. Ich habe in der... Doch, ich wollte gerade sagen, ich habe in der Bäckerei gar keine... Na, wie heißen die Dinger noch? Werkbänke. Aber habe ich ja doch. Doch, wollte ich sagen, klar. Das ist eigentlich überall Werkbänke. Ja, ne? Das ist so ein Ding, die stelle ich überall auf. Mensch, ich sehe gerade, der Part ist vorbei. Nein. Doch. Nein, du erzählst Geschichten. Naja, ehrlich gesagt ist er noch nicht vorbei, denn wir haben ja noch nicht beendet, aber die Zeit ist halt abgelaufen. Nein. Doch, doch, glaub mir. Nein. Hörst du mal auf jetzt? Nein. Mann, ey. Komm her, geh weg, du Kuh. Du kriegst jetzt hier meine Stinkigkeit ab. Deine Aggression. Deine Aggression. An Tiere auslassen. Also wirklich, wie bist denn du drauf? Ach, die Kuh ist sowieso verrückt. Die springt hier nur durch die Gegend. So, dann lass mal den Part beenden jetzt. Also ich finde, ne, ob verrückt oder nicht, trotzdem darfst du keine Kuh misshandeln. Egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht es gut und tschüss. Okay, bis dann. Ciao. Und tschüss.